Ja, bei mir jetzt Markus Grundhöfer vom TC Trier. Vielleicht kannst du mal unseren Usern erzählen, wie diese noch relativ unbekannte Sportart ja bis vor wenigen Jahren hier nach Deutschland, nach Trier gekommen ist. Ja, wir haben also in Spanien ein Trainingslager gemacht vor 4 Jahren und da haben wir die Paddelanlagen in Cambrils gesehen und ich war sofort begeistert von dieser Dynamik, die dieser Sport ausstrahlt und haben gesagt, das müssen wir unbedingt nach Trier holen. Und dann haben wir ein Jahr später schon den Paddelplatz hier bei uns auf der Tennisanlage gebaut und ich bin selber total begeistert davon. Warum? Was sind so die Unterschiede vielleicht auch zum Tennis? Ja, es ist sehr leicht zu lernen. Man hat also nicht so viele Anforderungen an die Technik und es ist sehr schnelles Spiel. Man als Serve-and-Volley-Spieler, fantastisch. Man geht mit dem Aufschlag nach vorne, spielt ganz viele Volleys. Der Ball kommt durch die Wände immer wieder zurück. Lange Ballwechsel, ganz tolles Spiel.